Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch nochmal. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt nochmal ein Video von mir mache. Bin gerade eben von der Arbeit nach Hause gekommen und habe mir sofort gedacht, kannst ja jetzt nochmal ein Video machen. Und zwar werde ich jetzt ein Video machen über meine Taschen. Ich habe sehr, sehr viele. Ich habe sie nicht bezählt. Ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr viele habe. Naja, ich fange dann einfach mal an. Ich habe auch Rucksäcke. Da habe ich jetzt zum Beispiel so einen Rucksack. Ja, das sieht so aus wie in Schlangenoptik. Ist auch richtig gut. Kann man viel reinpacken. Dann habe ich noch so einen silbernen mit einem Herz dran. Der ist auch richtig gut. Dann Billy. Dann habe ich hier so eine Totenkopftasche. Die ist eigentlich richtig groß, aber ich habe jetzt die Knöpfe an den Seiten zugemacht. Naja, ich kann sie mal aufmachen. Wartet. So, so sieht die halt aus, eine riesengroße Totenkopftasche. Ja, die habe ich mir irgendwann mal, ich glaube vor, ja, wann ist das gewesen? 2008? 2008 ist das ungefähr gewesen. Da habe ich mir die Tasche bei Kick gekauft, weil die da halt hatten. Und ich fand die halt voll toll, weil da Totenköpfe drauf sind. Ich stehe auf Totenköpfe. Oh. Und ja, dann habe ich hier noch so eine Jeans-Tasche. Die habe ich irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren von einer Freundin geschenkt bekommen. Hat das schon sehr viele Jahre auf dem Buckel. Dann habe ich hier noch so eine kleine Tasche. Die ist von Miss Fellini. Ja, die habe ich auch mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Dann habe ich hier so eine riesen, ja, habe ich hier halt so eine Einkaufstasche, wo ein Totenkopf drauf ist. Die habe ich mir mal beim 1-Euro-Shop für 1 € mitgenommen. Dann habe ich von der Firma, die wir mal besichtigt haben, Anrin, Entwässerung mit System, habe ich so eine Umhängetasche. Ja, so groß ist die Tasche halt. Da kann man auf jeden Fall eine große Trinkflasche reinpacken oder so. Dann habe ich noch von Yves Rocher einen Rucksack. Ich noch, ja, halt so ein, den kennt ihr ja, diese Rucksäcke, die es auf Messen gibt. So einen weißen halt zum Umhängen, so einen großen. Geht sofort weiter. Muss das gerade erstmal alles wieder in die Kiste reinstopfen. Denn ich habe gerade extra nur für euch die die Taschenbox vom Schrank runtergeholt. Was ist denn da drin? Ah, ein Reißverschluss. Cool. Dass man nicht alles findet. Es würde mich jetzt nicht noch wundern, wenn ich irgendwo in der Tasche Geld finden würde. Weil ich bin so, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch. Ihr wart in Gedanken und habt in eine Tasche Geld reingepackt. Zum Beispiel hatte ich das, da hatte ich mal eine weiße Tasche. Und ich habe gedacht, ich hätte kein Geld mehr und ja, pack halt so in die weiße Tasche rein. Und auf einmal ziehe ich so 5 € raus. Ich so, wow, ich habe ja doch noch Geld. Ja, das kennt ihr bestimmt. Weil das macht man sehr oft, wenn man vertieft ist. Dann, ey, wo da unten? Habe
ich hier noch so eine rosafarbene Tasche. Ja, die ist halt relativ klein. Oh, hihihi. Da habe ich das Armband ja noch drin. Hoppala. Cool. Weder habe ich ja gesagt, was man nicht alles in der Tasche wiederfindet. Tja. Dann habe ich noch so eine rote von Adidas. Doch, die ist von Adidas. Sag nicht nein. Die ist von Adidas. Ja, die habe ich mir irgendwann mal bei uns auf der Kirmes gekauft. Weil das war eine witzige Geschichte. Es war gewesen, ich hatte eine Tasche bei. Diese Tasche ist mir ausgerechnet auf der Kirmes kaputt gegangen. Und da habe ich einen Stand aufgesucht mit Taschen und habe halt die Adidas-Tasche gekauft. Ja, ich würde da mal lieber sagen, ich mache euch dann jetzt gleich lieber noch ein zweites Video davon, weil ich es nicht gleich wieder möchte, dass hier das Ding abkackt. Naja, ich sag dann einfach mal bis gleich.